Das Buch zeigt auf der einen Seite, dass es ganz unterschiedliche Biografien gibt, aber dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Und diese Gemeinsamkeit ist, Freiraum zu haben. Ein Prinzip, das wir alle in uns tragen, weil es menschlich ist, Vorurteile zu haben. Wie ich einen Raum fühle, sobald ich ihn betrete, wie meine Hautfarbe ihre ganz eigene Anziehungskraft hat. Sie sagen mir jetzt, dass ich zu viel Raum einnehme, dass ich zu laut bin. Anstatt mir zu sagen, was ich nehmen soll, was ich lassen soll oder was mir zusteht, setz dich hin und hör mir zu. Ich habe eine Frage an Patrick. Frankfurt beschreibst du so fast so wie bei Harry Potter der Hirsch. Also sozusagen, wenn du Kraft brauchst, dann aktiviert Frankfurt diese Kraft. Kannst du das nochmal erklären? Wie meinst du das? Ich glaube, das kann man am besten mit einem Gefühl der Verbundenheit und einem Gefühl der Geborgenheit beschreiben. Chapeau an all diese Menschen, an eure Eltern, an deine Eltern, an meinen Papa. Die Zukunft gehört denen, die Vielfalt als Bereicherung verstehen und in der Lage sind, in ihr das zu finden, was uns alle verbindet. Vielen Dank.